Das. Gut. Ich befinde mich jetzt in Elo. Vielleicht haben es einige von Ihnen noch gar nicht gesehen, deswegen versuche ich es ganz kurz einzuleiten. Dokumentenmanagementsystem Elo, das ist jetzt hier der Elo Java Client. Und das heißt, das ist die normale Programmoberfläche von Elo. Elo versucht sich optisch immer ganz gut in das Microsoft Office-Umfeld zu integrieren, sieht dementsprechend eigentlich recht intuitiv bedienbar aus. Die Menüs oben kennt man genauso aus Word, Excel. Ja, und auch die Orientierung in den Dokumenten und Ordnern ist nicht bis, also ist eigentlich ziemlich einfach. Elo hier einfach eine entsprechende Baumstruktur anbietet und in der befinden wir uns auch gerade. Das heißt, was Sie auf der linken Seite sehen, in der linken Spalte sehen, ist die Archivansicht. In unserem Fall ist das jetzt die Synfile-Edition für DATEV-Eigenorganisation, die ich Ihnen hier zeige. Und unsere Demo-Kanzlei, so will ich sie mal nennen, hat drei Standorte, und zwar in Bonn, Köln und München. Und ich befinde mich jetzt hier in dem Ordner des Standorts Bonn. Und der wiederum hat einen Ordner für die Mandanten und für drei Mandate sind bereits hier Akten angelegt. Die Kanzlei selber macht sehr umfangreiche Angebote. Das heißt, die sind in ganz, ganz vielen verschiedenen Leistungsbereichen aktiv. Die bieten halt Rechtsberatung an, die bieten vielleicht auch Lohnbuchhaltung an und Jahresabschlusserstellung, Jahresabschlussprüfung. In all den Bereichen sind die drin. Und ich kann jetzt mal einfach zwei Akten anklicken. Ich klicke hier einmal mal die Akte der Firma Synalis an und einmal die Akte Schmitz. Und was Ihnen hier direkt auffällt, ist, dass die Akte Schmitz drei Unterordner hat: die Steuerdeklaration, Beratung und Projekte sowie eine Mandantengrundakte. Das alles gibt es bei dem Mandanten Synalis ebenfalls. Hier allerdings ist noch der Bereich Rechtsberatung vorhanden. Und das zeigt im Prinzip schon, dass nur solche Ordner und solche Bereiche auch hier angelegt werden, in denen sich auch Dokumente befinden. Kommt der Mandant Schmitz auch mal mit einem Rechtsberatungsfall zu Ihnen, dann haben Sie natürlich die Möglichkeit, auch in der Rechtsberatung abzulegen. Aber solange, wie das nicht passiert, gibt es den Ordner auch nicht. Und damit bleiben Akten üblich. Sie werden wahrscheinlich kaum einen Mandanten haben in so einer Kanzlei, den Sie in all Ihren Leistungsbereichen beraten, sondern es wird wahrscheinlich so sein, dass Sie immer nur Teilbereiche des gesamten Aktenplans bei einem Mandat einsetzen. Gut, ja, ich würde einfach jetzt mal Ihnen mal zwei Beispiele zeigen bezüglich der Ablage, dass Sie das einmal sehen. Ich habe jetzt hier einen weiteren Funktionsbereich, das ist die ILO Postbox. Die ILO Postbox enthält normalerweise Dokumente, die zum Beispiel gerade eben erst gescannt wurden, die noch nicht im Archiv sind. Und die jetzt noch zur Ablage anstehen. Das ist quasi so eine Art Arbeitsvorrat für die Ablage. Und ich gehe jetzt hier einfach mal auf ein Dokument. Ich habe mir hier vorbereitet für den Kevin Schmitz eine Kindergartenbescheinigung. Das heißt, das ist ein Dokument, das für die Steuerberatung des Mandanten Schmitz Relevanz hat. Und zwar würde ich das jetzt einfach mal zur Akte Schmitz ablegen. Und dazu kommt hier oben dieser blaue Button, der ist der Ablageassist von Synfile ins Spiel. Und bietet Ihnen jetzt hier die Möglichkeit, erstmal Grundeinstellungen zu machen, die er sich aber auch merkt. Das heißt, mir ist hier schon klar, dass ich am Standort Bonn arbeite, mit dem Benutzer, mit dem ich angemeldet bin. Das Dokument ist für die Steuerberatung, also habe ich hier verschiedene Rechtseinheiten. Ich habe auch eine andere Rechtseinheit für die Rechtsberatung, weil das eine andere Gesellschaftsform in meiner Demokanzlei hier ist. Aber das Steuerberatungsgeschäft läuft über die Rechtseinheit KG, deswegen bleibe ich hier bei KG stehen. Jetzt kann ich hier sehen, ich kann also auch hier weiterhin im Dokument scrollen. Das ist jetzt hier eine Kindergartenbescheinigung für die Jahre 2013, 14 und 15. Jetzt muss ich mich erstmal, das Veranlagungsjahr muss ich mir jetzt erstmal hier einstellen, das ist 2013. Dann kann ich den Mandanten Schmitz suchen. Das reicht, wenn ich hier beispielsweise SCH eingebe, dann komme ich natürlich auch auf Schmitz. Oder wenn ich hier nach der Mandantennummer beispielsweise suche, dann komme ich ebenfalls auf den Mandanten Schmitz. Als nächstes wähle ich jetzt hier in diesem Fall den Fachbereich aus. Ich bin jetzt im Bereich Steuer.
Und zwar bietet mir das System jetzt hier schon an, das sehen Sie, das Jahr 2013. Es gibt eine Dauerakte und das Jahr 2013. Und wenn ich hier oben beispielsweise das Jahr auf 14 ändere, dann habe ich hier die Akte für 2014. Was Sie jetzt hier sehen, das muss man vielleicht auch nochmal einmal klar machen, das hier sind von 2000, Jahr 2013 jetzt alle Unterordner, die verschiedenen Steuerarten, die ich unterscheide. Und zwar sind das alle die, die im Aktenplan für den Bereich Steuerdeklaration hinterlegt sind. Wenn ich jetzt mal einmal parallel dazu Ihnen vergleichend die tatsächliche Akte mal präsentiere, dann habe ich hier im Jahr 2013 bisher nur einen Unterordner, nämlich den Unterordner 11 für die Einkommensteuer. Dennoch sind aber im Aktenplan ja alle anderen Steuerarten auch hinterlegt. Und die werden mir hier auch zur Auswahl angeboten. Das heißt, während der Ablage habe ich immer Zugriff auf den gesamten Aktenplan, kann mein Ablageziel mir aussuchen, aber angelegt wird der Ordner im Archiv erst dann, wenn auch wirklich ein Dokument da ist. Und da sieht man auch nochmal das Grundprinzip von Synfile, keine Ordner ohne Dokument, aber durchaus eine Aktenplanverwaltung, sehr umfangreich, mit der ich halt genau sowas dann auch hier in einem Ablageassistenten entsprechend auswählen kann. Ja, ich würde jetzt mal für diese Kindergartenbescheinigung, das gehört zum Thema Einkommensteuer. Hier würde ich jetzt sagen, ja, das ist hier eigentlich Sohn Kevin Schmitz, um geht es ja eigentlich. Dann mache ich mir hier vielleicht noch einen Unterordner rein. Das ist jetzt hier an der Stelle erlaubt. Ich kann ja so einen Unterordner anlegen, Sohn Kevin, und kann jetzt hier meinetwegen das Dokument ablegen. Dann würde das Dokument jetzt erstmal nur für das Jahr 2013 abgelegt, aber ich gehe nochmal einmal zurück in meine Postbox, um das nochmal einmal anzuschauen. Auf dem Dokument war ja erkennbar, dass es auch für 2014 und 2015 gültig ist. Also habe ich jetzt eigentlich den Wunsch, es zusätzlich auch in die beiden anderen Jahre abzulegen, dass ich zukünftigen Steuererklärungen genau das Dokument schon im Zugriff habe. Das kann ich jetzt hier unten steuern. Ich kann also ein Dokument einmal ablegen und es zusätzlich dann auch noch in weitere Ordner referenzieren. Also ein Dokument kann mehrere Ablageorte in ELO haben. Das ist exakt das, was Sie in der Papierakte auch machen würden. Sie kriegen diese Kindergartenbescheinigung vom Mandanten. Sie würden die Kopien dann und würden die Kopien dann jeweils in die Jahre 2014 und 15 abheften. Und genau das unterstützt ELO auch, wenn ich genau dieses Häkchen hier unten setze. Okay, ich würde jetzt einfach mal das erste Dokument mal ablegen. Drücke auf OK. Als nächstes geht direkt meine Referenzablage auf. Ich wähle jetzt hier das Jahr 2014 aus und gehe diesmal hier wieder rein. In 2014 gibt es noch keinen Unterordner Sohn Kevin, den lege ich jetzt hier einmal wieder an und lege es einmal hier rein. Und mache wieder eine zusätzliche Referenzablage, sodass ich jetzt hier auch für 2015 so das Dokument abgelegt habe. Das heißt, ich habe jetzt in einem Ablagevorgang einmal das Dokument selbst aus der Postbox abgelegt und auch noch Referenzen in den Folgejahren erstellt. Wir gucken uns das Ergebnis an, Plage, wie jetzt die Mandantenakte entsprechend aussieht. Ich aktualisiere das einmal. Klappen wir jetzt mal aus. So, Sie sehen hier, ich habe jetzt genau hier die jeweiligen Referenzen, einmal hier und einmal hier. Und im Jahr 2013 habe ich hier entsprechend die Kindergartenbescheinigung. Ja. Und auf die Art und Weise baut sich die Akte nach und nach auf. Die Ordner Sohn Kevin im Bereich 2015 hat, ich glaube, den Ordner 2015 hat es vorher gar nicht gegeben. Der ist angelegt worden, die jeweiligen Unterordner auch.